Ich möchte mit Frau Anna Hackel beginnen, die als Kind mitbekommen hat, mitgewirkt hat, eben sowjetische Kriegsgefangene, Flüchtlinge aus dem Todesblock 20 aus Mauthausen das Überleben zu helfen. Und vielleicht könnten Sie uns einiges aus Ihrer Geschichte erzählen. Ganz kurz, ich bin das Nanau vom Buch von Herrn Walter Kohl. Ich bin heute das kleine Nanau. Und ich lebe noch auf dem Haus, wo sie die Geschichte abgespielt hat. Ja, ich bin eine Mutter von 5 Kindern, Enkel. Jetzt verstehe ich auch die Jugend viel besser. Und so kam der 2. Februar 1945. Das waren russische Soldaten, die sind in unsere Gefangenschaft gekommen und die sollen unser deutsches Gewand angezogen haben und sollen gegen ihre Landsmänner gekämpft haben. Und das haben sie verweigert. Jetzt sind sie in einen Fischwaggon verloren worden und sind nach Mauthausen gekommen. Zuerst haben sie ja nicht gewusst, wo sie sind. Und sie sind gleich in Todesblock 20 gekommen. Und das war der Vernichtungsblock. Wer dort reingekommen ist, ist nicht mehr lebendig rausgekommen. Und weil es halt so unerträglich dort drinnen war. Mit allem Essen, Schlafen, nur am Boden haben sie gelegen. Wie die Fische ans Sandberg. Und dann haben sie ihm ausgekriegt, wir sind in Österreich. Jetzt haben sie den Ausbruch geplant. Und das ist schiefgelaufen. Es war ein Sirenengehall in der Umgebung, in die Ortschaften. Und mit den Lautsprechern sind sie durch die Ortschaften gefahren. Es sind lauter Schwerverbrecher ausgekommen. Sie müssen erschlagen, erstechen, eventuell erschießen. Und die Mutter hat gleich darauf gesagt, wenn sie uns einer gibt, mir helfen. Und am nächsten Tag haben die Mutter und ich zum Kircher gehen bin, hat der Herrgott einen Schopf gepackt. Hat um 6:30 bei der Haustür hingelobt. Da ist hin, so einer draußen gestanden. Ein Hut bis einer, eine Decke um den Draht und ein paar Schuhe, die nicht passt haben. Von wo er das, haben wir nicht gewusst. Weil irgendwo wird es hergeholt haben. Und hat dann gesagt, ich bin Dolmetscher. Ich komme aus Linz. Ich bitte um etwas zu essen. Mutter hat ihn bei der Hand genommen und hat gesagt, komm, ich weiß schon, wer du bist. Und hat dann in der Küche zu ihm gesagt, ich habe auch 5 Söhne im Krieg und will, dass alle nach Hause kommen. Und du wirst auch eine Mutter haben. Ja, und ich habe ein Herz im Leibe. Und es war Samstag. Das war der Vater vom Betrieb zu Hause. Sie ist halt ins Schlafzimmer und hat gesagt, Vater, hast du das gehört? Ja, ich hab was gehört. Du, ist es einer da? Hilf mir. Das geht nicht, auf keinen Fall. Du weißt das, wir kommen alle dran. Und Mutter hat halt nicht aufgehört und nicht. Und dann hat der Vater gesagt, tu, was du willst, aber die Verantwortung über uns alle musst du tragen. Das heißt was. Und nächsten Tag ist Sonntag, gingen dort und in die Kirche und wir mal über den Berg runtergingen, kommt der ganze Schor SS mit die Hand. Mein Gott, hat Mutter gesagt, jetzt ist es um uns aus. Die haben das Geschirr um, jetzt ist es aus. Jetzt haben sie es
wissen Sie es doch mal, was genommen. Dann sind wir füreinander. Nach einem Stück hat es mich zurückgeschickt. Nein, nein, und du musst haben. Du musst ans Leben retten. Ich nicht. Ich gehe nicht heim. Ich habe dann am Vier rennen müssen. Bin ich halt zurück. Dann hat er uns das erste Haus umstellt gehabt. Und da so ein großer Halling ist da gestanden. Ein Haufen Auszeichnungen. Nun, Kleine, hat er gesagt, wohnt da jemand? Nein, habe ich gesagt, da wohnt nicht. Und dann bin ich halt heim und heim. Meine Schwester war noch daheim. Mürzer, schnell, Geschirr runter. Und wir müssen es mit Heu und Stroh vermachen. Das haben wir gemacht. Dass die nicht gefunden haben, ist uns heute noch ein Rätsel. Tont haben die über See drüber gegangen. Herein ist er gesessen. Weil einer ist mit dem Hund in den Wohnbereich umeinander gegangen. Aber es hat halt da sein wollen, dass ein paar davon kommen. Die Suchaktionen waren dann zu Ende, aber ihr müsst euch vorstellen, volle 3 Monate, ein paar Verstecker, die niemand sehen darf und niemand erfahren. Das heißt was. Ich würde jetzt die Käthe Sasso bitten, dass sie uns auch einen Ausschnitt gibt. Also, ich wurde in Wien geboren. Meine Eltern waren Antifaschisten, damals schon. Und bin dann als Kleinkind bei meiner Großmutter in Burgenland aufgewachsen, mit 6 Jahren wieder nach Wien gekommen. Und damals war schon die schlimme Zeit in Österreich, der Ständestaat, also ein halb faschistoider Staat, der Menschenrechte mit Füßen getreten hat, Leute eingesperrt hat, riesige Arbeitslosigkeit, Not und Elend. Meine Eltern haben sich beide damit betätigt, dass sie anderen geholfen haben, denen es noch schlechter gegangen ist. 40 musste mein Vater zur deutschen Wehrmacht einrücken und meine Mutter hat diese Arbeit in der illegalen Organisation weitergemacht. Das war schon 1938 und der Vater ist 40 zum Militär eingerückt. 41 ist meine Mutter verstorben. Ich war damals kaum 16, habe die politische Arbeit weitergemacht. Es handelte sich um eine große Gruppe von Antifaschisten, Erwachsenen aus Wiener Arbeiterbezirken. 1941 wurden bereits in Wien vom Naziregime die Unrechtsgesetze in Anwendung gebracht und Leute aus politischen Gründen zum Tod verurteilt. 1942 wurde ich dann durch einen Spitzel, wurde unsere Gruppe bekannt, der Gestapo. Wir wurden nach der Reihe alle hintereinander verhaftet. Ich war die einzige Jugendliche, wie ich schon erklärt habe. Und das war, glaube ich, auch der Grund, dass ich heute noch hier sitzen kann und über diese Zeit mahnen und reden kann. 1942 im August wurde ich verhaftet. Die ersten Tage, die Gestapo-Verhöre, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Sie haben vor nichts Rücksicht genommen. Egal, ob ein halbes Kind, ob ein alter Mensch, ob ein Krüppel. Sie haben gemordet, geschlagen, das Unmenschlichste, was man tun konnte, getan. Kam dann auf die Rossauerlände nach Wien. Und das ist eines meiner schlimmen Erlebnisse. Müsst ihr euch vorstellen, ein Kind mit 16 Jahren wird geschlagen, gedemütigt, kommt am Abend in eine Zelle. Es war die Zelle 92 am 4. Stock. Da hat ganze Nacht das Licht gebrannt, war Verdunkelung, ein schwarzes Papier rundherum. Und
Das Klopapier war ein ungarisches, so dass man überhaupt nichts hatte, mit was man sich beschäftigen konnte, außer mit dem Gedanken, wie kann ich die Freunde, die noch in Freiheit sind, schützen, wie kann ich meine Aussagen so machen, dass ich nur helfen, aber nicht schaden kann. Es war dann Oktober, kam ich dann kurz in die Schifffahrtsgasse, wo ich sehr viele junge Mädel kennenlernte. Das war damals KJV, Kommunistischer Jugendverband. Hochanständige, junge Mädel. Ein Gefängnis, das auch menschliche Seiten hatte. Es gab dort eine Aufseherin, eine ältere Frau. Sie war ziemlich überzeugt davon, bin ich als Sozialistin, die es uns sogar ermöglicht hat, am Abend ab und zu die Zellen aufzumachen, so dass wir Kontakt fanden. Es wurde jeweils an gewissen Tagen hingerichtet. Natürlich gibt es keine so dicken Gefängnismauern, dass man nicht Bescheid gewusst hätte. Nicht über alles, aber über viel. Und diese Zeit, das waren 15 Monate, die ich dort verbracht habe, hat tiefe Wunden in mir hinterlassen. Dieses ewige Sterben von gesunden, anständigen, hilfsbereiten Menschen und von so vielen Jungen. Unter anderem wurde am 30.03.1943 eine Frau namens Maria Fischer geköpft. Ihr Mann wurde im Jänner vorher hingerichtet. Zurück blieb ein Kind. Und diese Schreie von der Frau können keine Mauern aufhalten. Man hat es von Parterre bis hinauf gehört, wie sie gebrüllt hat, als sie den letzten Weg gehen musste zu den Zellen, die man armen Sünderzellen nannte. Erika, 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 mein Kind! Das sind Dinge, die man nie vergessen kann. Und dieser 30.03.1943 war nicht nur für sie der Todestag, sondern für 7 Wiener hochanständige Straßenbanner, die eben Antifaschisten waren, aus der Brigittenau. Für Schwester Restituta, die ich kennengelernt habe im Gefängnis, nur kurz, auch sie wurde am gleichen Tag hingerichtet, geköpft. Und so ging das bei mir dann noch weiter, fast 15 Monate im Ganzen, was ich dort war. Bin dann nach Ravensbrück gekommen und dort war ich dann also unter der Nummer 72.572, nicht bis zur Befreiung, sondern bis zur Evakuierung und von dort bin ich nach Haus gekommen. Aber was bis heute mein größtes Lebensziel war und noch immer ist, ist der Ort, wo diese geköpften Menschen in Wien im Landesgericht 1 wurden unter der Zeit von 38 bis 45, unter der Nazizeit, 1200 Frauen und Männer hingerichtet. Sie wurden am Zentralfriedhof in einem Areal, das sich Gruppe 40 nennt, hat keine Bedeutung, die Zahl, das ist die Nummer dieses Areals, verscharrt. Was man von ihnen brauchen konnte, hat man noch verwendet. Ganz viele kamen in die Anatomie, andere kamen sofort am Friedhof, wurden dort in Massengräbern, einer über den anderen, drei und vierer Reihen verscharrt. Irgendwo war es mir mit meinen 17 Jahren damals ein Trost, wenn ein Schnee gefallen ist, dann habe ich gedacht, jetzt haben sie ein Grab und eine weiße Decke deckt sie zu. Aber ich habe mich sehr getäuscht. Sie hatten kein Grab. Und als ich 45 das KZ Ravensbrück überlebt habe, nach Hause gekommen bin, waren noch circa 2 Wochen, wie wieder ein bisschen benannt war, der erste Weg, Zentralfriedhof, suchen die Gruppe 40. Es war eine Schande
für Österreich. Die Angehörigen haben ihre letzten Kreuzer zusammen und haben kleine Grabeln gemacht, kleine Steinerl hingestellt. Es hat niemand etwas getan. Warum nicht? Die Menschen, die damals auf den Ämtern überall saßen und den Posten hatten, waren ja alle Nazi. Wenn sie nicht ein Parteibuch gehabt haben, dann haben sie weggeschaut. Das ist ein Wort, das die Restituta gesagt hat. Auch wer wegschaut, hat sich schuldig gemacht. Im Jahr 2001 habe ich das Gefühl gehabt, ich muss nach Wien am Friedhof fahren. Und was ich vorfand, war erschreckend. Der damalige Innenminister hat den Auftrag gegeben, die Gruppe 40, der hat damals schon zum Sporn angefangen, aber an der schlimmsten Stelle, ja? Und den Auftrag gegeben, aus Spargründen, es seien Kriegsgräber, sie der Erde gleichzumachen. Das Ärgste ist mir gelungen, mit Hilfe aller Verbände, denen ich heute noch dafür danke, die an das Innenministerium Protestbriefe geschrieben haben. Und dann haben wir so recht und schlecht diese Gräber, die 10 Jahre erhalten, mit Vorträgen, wo wir Geld gebettelt haben, dass man wieder was herrichten kann. Die Arbeiterkammer Wien, der Herr Präsident Dumpel, hat eine Radiorate gehört, die ich gegeben habe im Ö1 und hat großzügigerweise einen sehr großen Betrag an einen Steinmetz überwiesen zur Sanierung der ärgsten Schäden. Und jetzt, liebe Freunde, jetzt ist das große Wunder geschehen. Am 11. März hat man diesen Ort, wo unsere besten Österreicher verscharrt wurden, zu einer Gedenkstätte gemacht. So wie bei euch, Mauthausen. Jetzt, liebe Jugend, ihr könnt euch vorstellen damals, wie man mit 16 Jahren ist. Aber ich wurde von meinen Eltern und vor allem von meiner Großmutter dazu erzogen, nie wegzusehen, wenn Unrecht geschieht. Ihr lebt jetzt in einer Zeit, wo jetzt in den letzten Stunden sehr oft hingewiesen wurde, dass wir wieder Gefahr laufen. Gefahr laufen nicht von der EU, sondern von der großen Arbeitslosigkeit. Dass wieder so etwas passieren kann, wie es 1938 meiner Generation geschehen ist. Und ich habe jetzt nur eine Bitte an die Erwachsenen sowieso, die wissen, was Krieg, Faschismus bedeutet. Ich bitte euch nur, lasst die Toten nicht der Vergessenheit anheimfallen. Macht alles. Lebt so, wie diese Menschen gelebt haben. Anständig, für Recht, Ehrlichkeit. Habt den Mut, auch zu sagen, wenn etwas falsch ist. Dankeschön. Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben. Die Antwort, die ich für mich gefunden habe, lautet: Ich will ihr Sprachrohr sein. Ich will die Erinnerung an sie wachhalten, damit die Toten in dieser Erinnerung weiterleben können. Aber wir, die Überlebenden, sind nicht nur den Toten verpflichtet, sondern den kommenden Generationen. Wir müssen unsere Erfahrungen an sie weitergeben, also an euch, damit sie lernen können. Bitte, wenn du so lieb bist und deinen Namen die Schule sagst, dann bitte die Frage und an wem du sie stellst. Mein Name ist Lukas und ich bin von der Alpe Steyr und meine Frage ist an die Zeitzeugen, was hat sie, wieso wollten sie Zeitzeuge werden quasi, wieso wollten sie das weitergeben, was waren ihre Beweggründe dafür? Ich glaube, das ist ziemlich selbstverständlich, wenn man so viel Unrecht
so viele Gemeinheiten von einer Regierung erleben musste, dass es dann eine Verpflichtung ist und nicht nur eine Verpflichtung, sondern eine Herzenssache ist, dass man warnt und bittet, dass so etwas nie wieder passieren darf, dass man weiß bei den nächsten Wahlen, dass eine große Gefahr besteht, wenn man die demokratische Linie verlässt. Ich denke, es gilt für beiden Zeitzeugern und Zeitzeugern. Gibt es von den Schülerinnen und Schülern noch Fragen, bitte? Ich bin der Valentin Winkler vom BRG Rohrbach und ich habe eine Frage wegen die Konzentrationslager. War das eigentlich offiziell, dass die gegeben hat, oder ist darüber, weil ganz ignorieren hat man sowas ja nicht können, aber war das ganz offiziell, dass dort Leute vernichtet worden sind, oder ist es eigentlich praktisch unter Geheimhaltung passiert, beziehungsweise man kann sowas eigentlich nicht immer geheim halten? Deshalb zu deiner Frage, also die KZs, da gab es ein offizielles Gesetz über die Schutzhaft, sogenannte Schutzhaft, sehr absurd, schon der Titel, und dass es, das ist die neueste Forschung, diesen mündlichen Mordbefehl gab. Bitte, Neuss. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, nur ein Beispiel. Von Dachau gibt es auch Zeitungsberichte mit Fotos und so weiter. Also es hat vor allem am Deutschen Reichsgebiet waren die Lager natürlich bekannt, weil auch Menschen eine Zeit drinnen waren und dann wieder freigelassen worden sind. Die mussten sich zwar zur Verschwiegenheit unterschreiben, aber es war bekannt. Anders bei den Vernichtungslagern. Ich bin von der Sportnahen Mittelschule Eppelsdorf in Zürich. Ich bin der Alan und ich frage, träumen Sie immer noch davon, was Ihnen passiert ist? Also damals. Ob du noch träumst von den Ereignissen, die du eben zum Beispiel im Konzentrationslager oder träumen nicht, sonst hätte ich nicht 87 Jahre alt werden können. Aber sie sind ständig in mir und immer wieder werde ich dazu aufgefordert, ohne dass jemand hinter mir steht und sagt, wenn Unrecht geschieht, werde ich. Ich habe mich damals gewehrt und ich kann heute mit 87 Jahren auch sagen, mit ruhigem Gewissen, ich würde wieder nicht dagegen wehren, wenn Unrecht geschieht, wenn andere Menschen zu Unrecht oder wegen einer Rasse oder einer politischen Meinung verfolgt werden. Dankeschön.